So, hier sehen wir schon mal auf dem Dach montiert die beiden Tauscher in der Bildmitte jetzt nebeneinander. Dazwischen fehlen noch die Kanäle. Das wird jetzt in den nächsten 2-3 Wochen alles installiert. Hier sehen wir die Anlage in der Montage, wir sehen hier den Abluftkanal, der Teil fertig ist. So, hier sehen wir den Unterbau des Abluftkanals. Bis hierhin ist er schon fast oben fertig. Da haben wir die Zuführung für die Tauscher. Das heißt Zuführung zum zweiten Tauscher, Zuführung zum ersten Tauscher. Hier drunter sind schon mal die Manschetten, die Anschlüsse, der Abluft liegt hier drunter, führen in den Kanal. Der ganze Kanal ist hochgelegt, sieht man jetzt hier auch deutlich. Man kann jetzt hier auch sehen, wo die jeweilige Zuführung der Abluft zum Kanal erfolgt. Zu Reinigungszwecken kann man dann hier auch mal drunter. Wir sehen hier jetzt die ganzen Stutzen, die alle quasi in den Kanal geführt werden und von dort in die Wärmetauscher geleitet werden. Da oben sehen wir die Zulaufführung zum Tauscher. Das heißt, da wo jetzt das Gitter vor ist, das ist das untere der beiden Löcher. Da kommt dann nachher die Zuluft rein. Hier zwischen wird noch ein Kanal gebaut, der mit Filterfrischluft später, also mit gefilterter Frischluft später versorgt wird. Hier oben sind die Revisionsklappen. Das sind Bypassklappen ganz oben. Die öffnen sich bei reinem Sommerbetrieb, also außerhalb der Wärmetauschernutzung. Dieser Kanal wird mittig nochmal abgestützt nachher auf den T-Profilen, damit er dauerhaft standhält auf den Windlasten, die hier oben herrschen. Das Ganze wird natürlich noch abgestützt, entsprechend der Statik einmal zu dem Gebäude und einmal nach unten auf die Dachfüße, die wir gleich sehen. Dass hier oben entsprechende Windlasten herrschen, versteht sich von alleine. Hier sehen wir die Filterwand, bereits vormontiert, die später für die gesamte Frischluftversorgung sowohl im Tauscherbetrieb als auch im Sommerdirektbetrieb verantwortlich ist. Die ist hier erstmal auf dem Dach gesichert, damit sie nicht umweht. Hier die großen Ventilatoren, in diesem Falle 125er ECs. Halterungen dafür. Unterbau des Abluftkanals ist hier auch schon fertig. Farblich passt das Ganze wunderbar zur Fassade. Wenn wir hier die Fassade sehen und daneben die Tauscher und die GFK-Kanäle, passt das super zusammen. Rein optisch gesehen. Jetzt befinden wir uns im Treppenhaus der Mühle. Im oberen Treppenhaus. Hier wird nachher die Steuerung installiert für die gesamte Anlage. Über diesen Steigeschacht wird die Zuluft nachher komplett nach unten geführt über alle Etagen. Und vor diese Öffnungen kommen noch Shutter, die wir hier in den nächsten Tagen vorsetzen. Hier nochmal der Technikschacht. Er erstreckt sich auch auf gesamter Höhe der Mühlenanlage. Und daneben, mit ebenfalls solchen Böden, hinter diesen Türen, ist der Zuluftsteigeschacht. Da sieht man auch deutlich, wo nachher die Luft runtergedrückt wird über unsere Ventilatoren. Und jeweils vor den Öffnungen hier kommt ein verstellbarer Shutter, der dafür sorgt, dass die Luftmassen entsprechend der einzelnen Ebenen, das heißt, je nachdem, was gebraucht wird, in den einzelnen Bereichen das Ganze eingestellt werden kann. Ja, hier sehen wir das Ganze nochmal von außen und sehen jetzt hier auch entsprechend die Bauhöhe der Mühle.